Hallo Leute, wir müssen ab sofort unsere Recordings immer hier in diesem Ladebildschirm starten, weil in-game löst mein Recording-Button F11 was anderes aus. Und scheinbar lässt sich die Steuerung für Industriegigant 2 nicht umstellen, zumindest nicht im Spiel selbst. Deswegen werden wir das einfach so machen müssen in Zukunft. Gut, hier sind ein paar Monate vergangen, seit wir das letzte Mal gespielt haben, weil ich ja gesagt habe, ich werde den Warenverkehr aufteilen. Also alles, was hier runterfährt für Lebensmittel, hat jetzt hier seinen eigenen Standpunkt gekriegt und das erinnert mich daran, dass das gleich eine Repair Facility braucht. Perfekt. Das heißt, die LKWs, die hier einfahren, das ist jetzt ein bisschen überdimensioniert, aber die LKWs, die hier einfahren, fahren einfach nur weiter nach Red Oak Central und liefern hier nach wie vor alles ab, so wie es gehabt war. Und dann Greeley hier unten hat seinen eigenen Verbrauch. Hat seinen eigenen Zugang, sorry, für den eigenen Verbrauch. Apropos Verbrauch, ich habe jetzt mal einfach alles runtergestellt, sagte er, obwohl er offensichtlich nicht alles runtergestellt hatte. Okay, scheinbar habe ich beschlossen, hier alles mal so zu lassen. Wie war es bei diesen beiden? Ich dachte mir, dass ich am Ende noch alles runtergestellt habe. Okay, das ist auf Minimum und das ist auch nicht auf Minimum. Aber in Sachen Eiern geht es scheinbar aus. Gut, wir werden versuchen da irgendwie eine Balance reinzukriegen, aber wenn die Städte weiterhin so schnell wachsen, wird das fast unmöglich sein. Deswegen will ich einfach nur sicher gehen, dass die auf jeden Fall mal versorgt werden. Und wenn es nicht super optimiert ist, dann eben nicht. Schauen wir mal kurz, was unser Balance Sheet sagt. Für letztes Jahr hatten wir insgesamt 1 Million an Profit. Und wie viel Turnover war das? Circa 1,8. Okay. Gut. Ich würde jetzt nämlich gerne mich von hier verabschieden und stattdessen hier unten in dieser Riesenstadt was Neues aufbauen. Und die Frage ist nur was. Ich meine, man könnte wieder mit Lebensmitteln kommen, aber es gäbe ja hier über den Wasserzugang auch die Möglichkeit, all diese Edelmetalle auszubeuten. Also hier Kupfer, dann hier Bauxit, hier haben wir Stahl. Glas, gut, kein Metall, und dann hier die Edelmetalle an sich. Ich denke tatsächlich über einen Household Store nach, weil der Verbrauch, holy shit, der Verbrauch ist hier so gewaltig, dass eigentlich schon nur Besteck zu produzieren wird eine Monsteraufgabe werden, wenn wir das halbwegs irgendwie sichern wollen, diesen Verbrauch hier. Furniture Store, man könnte auch unglaublich viel mit Holz machen. Aber ich glaube, so ein Household Equipment, vielleicht mit Deep Freezern hinterher auch noch, wäre gar nicht so blöd. Stahl und Edelmetalle sind ja eigentlich ziemlich gut beieinander. Also das könnte man auf jeden Fall machen. Dadurch, dass ein paar Monate in-game vergangen sind, bin ich hier auch auf 4,5 Millionen. Ich glaube, wir könnten einfach mal anfangen mit dem Besteck und vielleicht nachher noch den Stahl dazu schließen. Wenn wir sagen, wir bauen das hier mal für die 8200. Und wir wollen Precious Metals. Und wir wollen ganz generell vermutlich eigentlich gleich ein Large Storage. Oder reicht ein Medium mal fürs Erste? Es hat halt diese ganzen Zwischenprodukte. Aber vielleicht reicht mal Medium für den Anfang. Wir werden schauen, dass wir den Platz hier so freilassen, dass wir es zur Not noch ausbauen können. Legen wir das mal hier hin, nur um ganz sicher zu gehen, dass wir hier mit dem Stahl auch noch hinkommen, ja, sogar mehrfach. Okay, zweites Edelmetall wird ein bisschen schwieriger, aber schauen wir mal, wie viel wir überhaupt brauchen. Und dann geben wir hier einfach mal einerseits ein doppeltes Stahlwerk in Auftrag. Oh, warte, Moment, fuck, geht sich das aus mit einem Hafen hier? Das geht sich nicht mit einem Hafen hier aus. Okay. Das hätte man natürlich vorher checken sollen. Andere Frage. Nein. Wenn ich dich ausbaue auf groß, geht sich's auch nicht mit dem Hafen aus. Okay, dann haben wir jetzt gerade ungefähr eine Viertelmillion verschwendet, dadurch, dass wir nicht den Hafen zuerst gebaut haben. Was ist der größtmögliche Hafen, der sich hier drin ausgeht? Eigentlich würde sich einer mit vier Harbern ausgehen, aber ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben. Nehmen wir mal zwei. Und dann versuchen wir das nochmal so zu bauen, dass auch der Hafen hier mit einbezogen wird. Und hoffentlich trotzdem auch das Eisen. Ja, okay, passt. Gut, das hat schon mal ein bisschen Kosten verursacht. So, dann wollen wir hier ein Stahlwerk,
zwei Stahlwerke. Die machen High-Grade Steel und High-Grade Steel. 8,3 produziert das und das braucht ein bisschen mehr. Machen wir das mal so. So, und jetzt lasse ich mal kurz die Zeit nebenbei ein bisschen laufen. Okay, das hat auch gut geruckelt für den Anfang. Und dann machen wir hier Household Equipment 1 und Household Equipment 2. Und ihr macht's Besteck und Besteck. Ja, wenn man das in doppelter Ausführung baut, geht das gleich ordentlich ins Geld. Wir brauchen dann außerdem hier auch noch einen Harbor. Da wird aber vermutlich sich einfach nur ein einzelner ausgehen. Geht da irgendwo? Hier wird auch ein Zweier gehen. Aber ich meine, hier wird nur ausgeladen. Ich glaube, das passt schon. Bauen wir den mal so. Dann kriegst du noch einen Storage, der möglichst weit in die Stadt reinreicht. So in etwa. Weil dann für den Fall, dass es sich hierhin ausbreitet, können wir auch da noch zuschlagen. Gut, und dann bauen wir mal einen Shop auf eine Art und Weise, die möglichst alles mit einbezieht, aber nicht viel Häuser abreißt. Ich glaube, so ist das schon gut. Passt. Gut, und dann nehmen wir hier mal dieses 14er Schiff und sagen dir, bitte einfach nur alles voll mit Cutlery. Hier rüber und danke sehr. Gut, dieser Weg ist natürlich jetzt super lang, deswegen wir müssen schauen, wie wir das genau machen. Es ist sehr, sehr gut möglich, dass wir hier die Cutlery auch mal runterstellen müssen. 4 pro Monat, das ist noch immer, glaube ich, genug in Sachen Herausforderungen, dass wir das liefern können. Also das allein ist eine ganz ordentliche Menge an Zeug, die wir hier liefern können. Und dann schauen wir mal kurz, ob sich das in etwa so ausgeht, wie ich mir das denke. Okay, wir produzieren tatsächlich einen Shitload an Cutlery. Also das geht gut auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall reichen. Was war unser Turnover letztes Jahr? 2,5 Millionen. Okay, wir haben noch 10 Jahre. Okay, und selbst auf maximaler Auslastung reicht ein Schiff nicht, faszinierenderweise. Na dann, klonen wir gleich dich. Clone the current vehicle und okay. Gut, und dann ehrlich gesagt, glaube ich, ist die Überproduktion hier auch gar nicht so gewaltig. Fast 40.000, Hammer. Okay, inzwischen ist hier gut ein halbes Jahr vergangen. Schauen wir mal nur, ob das hinkommt mit. Ja, das habe ich befürchtet. Wir produzieren schlicht und ergreifend nicht genug Fleisch. So, Fleisch ist hier komplett runtergeschalten. Trotzdem habt ihr ein bisschen einen Mangel. Ihr habt einen ziemlichen Überschuss insgesamt. Das heißt, wir werden hier runter, vermutlich weil jedoch der Weg ein bisschen kürzer ist. Wir werden hier runter mal 1 und wenn wir es noch erwischen, noch ein zweites in Sachen Fleischlieferant. Ich hätte gerne eine angrenzende Nummer. Hier ist irgendwie die 15 unterwegs. Okay, na soll sein. Ich hätte lieber sowas wie 18, 17, 18 oder so gehabt. Löschen wir die beiden mal, nur um zu schauen, ob das ein bisschen besser geht. Auch Eier scheinen ein bisschen ein Produktionsproblem zu haben. Milch geht gut, ist aber auch schon im absoluten Maximum. Okay. Gut, hier können wir tatsächlich noch ein bisschen hochschrauben. Das sollte eigentlich alles passen. Hier im Endeffekt auch.
Schauen wir mal, wie gut wir mit dem zurechtkommen. Und so in etwa. Gut, aber alles in allem funktioniert das. Es funktioniert nicht toll, keinesfalls. Aber es wirft ordentlich Geld ab und es hält uns gut am Leben. Wir sind jetzt schon auf 1,5 Millionen. Und das, obwohl gerade erst Ende Juni ist. Der Grund, wieso ich hier in erster Linie die Cutlery hochgeschalten habe, oh, der Verbrauch ist gerade nochmal gestiegen. Schauen wir mal, ob wir das überhaupt schaffen durch diesen Winter. Aber im Winter die 10 pro Monat zu verkaufen, das wäre natürlich schon ziemlich Hammer insgesamt. Wir können hier ziemlich gut mit der Produktion Schritt halten. Das geht sich erstaunlich nice aus. Ja, cool. Okay, ja, und jetzt scheinen wir auch hier ein bisschen eine Balance gefunden haben, zu haben. Es ist noch immer grenzwertig wenig Fleisch, aber es geht, es stabilisiert sich zumindest. Und mit all dem sollten wir schon auf gut über 3 Millionen Umsatz kommen, vermutlich sogar knappe 4 vielleicht. Wenn hier mal die massiven Winterverkäufe dazukommen. Und das ist noch bevor wir überhaupt Eisschränke mit angeschlossen haben an dieses Verkaufsnetzwerk, was sich auch relativ easy eigentlich machen lassen sollte. Okay, ja, auch hier klappt eigentlich alles. Schaut gut aus insgesamt. Und das ganze Geld, das wir für diese Industrie ausgegeben haben, haben wir eigentlich nach 1,5 Jahren schon wieder drin. Ja, und wir werden tatsächlich mit Jahresende auf knapp 4 Millionen kommen in Sachen Umsatz. Das ist ziemlich gut. 77711, was für ein Hammerverbrauch. Na, 3,9. Na gut, fast. So, Metal Cars interessieren uns nicht im geringsten. Was uns aber interessiert, ist diese 4 Millionen, die wir angespart haben, gleich für das nächste Riesenprojekt rauszuhauen. Iron Ore. Wir wollen vermutlich auch gleich wieder zwei Steelworks. Ich werde die mal hier über dieses Glas drüber bauen, weil ich glaube, das Glas werden wir wirklich never ever verwenden. So, die Produktion von Stahl ist auch ein bisschen höher, was gut ist. 7,1, also 14, also machen wir das mal so. Weil wir ja für das Household Equipment auch doppelt Stahl pro Eisschrank brauchen. Also hier produzieren wir weniger, aber wir brauchen halt für jede Einheit auch doppelt so viel. Das heißt, das sind 7 sind 14. Das ist ziemlich genau das, was wir produzieren. Holy shit, nice. Okay. Und wie viel müssten wir davon verkaufen in etwa? 4654. Puh, na gut. Ich glaube, wir werden ähnlich vorgehen. Einfach mal mit zwei Schiffen und dann schauen wir mal. Aber da wird natürlich insgesamt weniger produziert. Gar nicht mal so viel weniger, aber es könnte trotzdem ausreichen, dass es sich halt gerade nicht schön ausgeht. Außerdem sehe ich gerade auch hier rechts gerade nicht so ganz aus. Also die Schiffe sind ein Tick schneller, als sie sein sollten, unter Anführungszeichen. So, dann nehmen wir mal das und sagen dir Deep Freezer. Fahren dich hier rüber und go. So, dann werden wir noch den Deep Freezer für die ersten paar Monate mal runterschalten. Einfach nur, bis sich hier was eingependelt hat. So, wie viel hast du jetzt geladen? 10 von 14. Okay. Das heißt, wir geraten tatsächlich ein bisschen ins Hintertreffen mit der Produktion. Das heißt, wir wollen hier vermutlich bei einem das hier hochschieben.
Und dann wollen wir uns anschauen, wie das generell hier laufen wird mit der Produktion von Eisschränken. Dieses ständige Getute der Schiffe ist jetzt nicht das Großartigste, aber das lässt sich wohl irgendwie nicht unterbinden. Ah, wir könnten sogar noch eine kleine Spur mehr an Besteck vertragen, aber gut, lassen wir das mal sein, wie es ist. Was können wir hier machen? Eigentlich, das passt alles. Das schaut gut aus. Okay, leichte Überproduktion an allem wieder. Das ist sehr schön. Wir können eigentlich auch das mal hochschalten, wieder auf 4, oder? S sollte sich schon ausgehen. Schauen wir mal. Vielleicht müssen wir ein oder zwei Milchtrucks, zum Beispiel hier die Nummer 18. Ich klone dich mal. Sollte jetzt aber die Balance insgesamt nicht so hart über den Haufen werfen. So, Steering 156, okay. Gut, also du hast auf jeden Fall genug, was du mitnehmen kannst. Wir werden wieder ein bisschen das Problem kriegen mit dem zweiten Schiff, dass wir das genau, dass wir hier Angebot und Nachfrage genau reinkriegen. Das scheint es geholfen zu haben. Also die Cutlery hier bei der, in Sachen Produktivität um 1 zu erhöhen, scheint genau die nötige Menge gewesen zu sein. Gut, und dann werden wir auch dich klonen. Okay, und dann müssen wir hier aber vermutlich jetzt die Produktion bei beiden hochstellen. 4,4 und 4,4. Ach so, ja, natürlich. Ich sehe gerade das Problem an dieser Sache. Ich habe die Ressourcenproduktion nicht mit hochgestellt. Was wäre der Unterschied? Circa 1. Okay, ich glaube, das sollte sich so ausgehen. Nicht weiter schlimm im Großen und Ganzen. Wow, holy shit. Das ist echt Hammer, was wir hier alles verkaufen. Oh, 54.000 Leute. Damn. Okay, hier geht sich auf jeden Fall mal alles aus. Wie sieht es aus mit dem mehr Milch liefern? Naja, sieht aus, als hätten wir es damit tatsächlich ein bisschen übertrieben, aber ist okay. Fahren wir das einfach mal wieder runter eine Zeit lang. Ja, die Eierproduktion schwankt mehr oder weniger nur zwischen extremer Überproduktion oder extremer Unterproduktion. Aber okay. Gut, und dann schauen wir mal einfach, was passiert. Ich meine, im Winter sind Eisschränke ja sowieso logischerweise ein bisschen verkaufsschwächer. Wenn wir das hier hochziehen auf die Menge, die wir dann schlussendlich auch tatsächlich produzieren wollen. Und da werden wir vermutlich bis Ende dieses Monats schon so auf knapp 6 Millionen sein. Okay, hier sind 4 gelagert und da kommt schon der nächste, um sich 14 abzuholen. Das heißt, das reicht leider nicht wirklich. Also machen wir das mal so und machen wir das mal so. So, ihr braucht es im Endeffekt 12, ihr braucht es 24 und wir produzieren. Ich werde das nachher wieder ein bisschen runterschalten, aber nur für jetzt. Wow, 6 Millionen schon. Nur um ein bisschen hier die Produktion aufzuholen, weil da kommt schon wieder das nächste Schiff. Passt. Und ich glaube, wenn wir jetzt eins von denen runterstellen und eines von euch runterstellen, sollte das funktionieren.
Sind 9 und 12, sind 21. Ja, okay. Schauen wir mal. Sollte sich schon irgendwie ausgehen. Wenn es hier und da kleine Hiccups gibt, soll sein. Aber im Großen und Ganzen sollte das laufen. Passt. Apropos laufen, müssen wir uns hier um irgendwas kümmern? Ja, wir müssen hier jetzt auch tatsächlich mal die Mietlieferung ein bisschen zurückschrauben. Also wir produzieren genug Fleisch. Bin mir nicht ganz sicher, wieso es jetzt irgendwie scheinbar zu... Oh, okay. Ja, wir müssen dich mal upgraden. Irgendwo hat es hier mal einen Lieferstau gegeben und jetzt staut sich's hier in Sachen Anfahrt. Hier geht's noch. Okay, das schaut gut aus. Passt. Ja, okay. Dann war das vielleicht deswegen hier ein bisschen ungereimt. So. Okay. Ich glaube, es geht sich insgesamt nicht so ganz aus für die ganzen Produktionsketten, aber ist gut genug. Okay, wir sind auf 3,5 Millionen. Ich muss weg von diesem Bildschirm, weil dieses Getöne macht mich narrisch. Ja, und wir müssen auf 10 Millionen kommen, nicht auf 15. Weil bei 15 hätte ich gerade ein bisschen Angst gehabt, dass sich das trotzdem hinten und vorne nicht ausgehen wird. Aber mit 15 sind wir eigentlich, mit 10 Millionen sind wir eigentlich schon ziemlich gut dabei. Ich meine, hier die kleineren Gemeinden wachsen auch ihrer Größe entsprechend relativ schnell, aber halt ihrer Größe entsprechend. Wow. Wirklich? Ich kann dich nicht upgraden? Wieso denn das nicht? Hm, seltsam. Na gut, soll sein. So, hier staut sich zumindest nicht, das ist das Wichtige. Hier haben wir einen Vorrat. Alles außer Milch, so wie es ausschaut. Ist Milch tatsächlich dasjenige, was uns noch vor Fleisch ausgehen wird? Na gut, dann müssen wir irgendwo einfach den Milchverbrauch ein bisschen eindämmen. Machen wir das mal so. Und das bedeutet, wir löschen am besten etwas, was auf dem Rückweg ist. So in etwa. Und dann sollte sich das schon ausgehen. Die Frage ist, könnte ich hier zum Beispiel etwas weiter in der Stadt einfach noch einen zweiten laden? Könnte ich tatsächlich? Wow. Drei, 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 fünf. Und 1, 2, 2, 1. Das würde mir gar nicht so schlecht gefallen. Bis wohin geht denn dein Einflussbereich? Oh, eigentlich geht ziemlich weit. Ziemlich, ziemlich weit. Also wir müssten eigentlich so in dieser Gegend hier bauen. Was schon auch ziemlich gut wäre. Bis hierher geht's, okay. Ja, vielleicht bauen wir wirklich das. Das geht sich gerade noch aus. Da ist die Verkaufszahl jetzt nicht so groß, aber wenn sich's weiter in diese Richtungen ausbaut, wieso nicht eigentlich? Das wäre auch eine Möglichkeit, da wäre die Zahl jetzt schon besser. Ah, aber das sind wir nicht in Reichweite. Hier wäre die Zahl besser, aber da ist das Überschneidungspotenzial halt auch schon relativ groß. Nein, ich glaube, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Bauen wir das mal. An die Straße, die ich hier gelegt habe, wird übrigens scheinbar tatsächlich nichts gebaut. Also die Leute benutzen es, um von A nach B zu kommen. Aber das war es auch schon wieder. Okay.
Ich hätte mir gedacht, wir werden relativ bald riesige Probleme mit der Fleischproduktion kriegen, aber dass jetzt im Endeffekt die Milch ist, wo 12,4 Einheiten nicht ausreichen, schon ein bisschen verwunderlich. Ich meine, liegt daran, dass wir natürlich bei Milch noch immer viel, viel mehr raushauen als bei Fleisch. Wenn zum Beispiel das hier einfach auf 3 kürzen und dann uns hier einen Wagen auf dem Weg zurücksuchen, bei dem wir den einfach löschen. Dann wird das schon irgendwie gehen. Ich glaube, es ist mir lieber, jetzt eher nach unten anzupassen, weil ehrlich gesagt, unser Riesengeld machen wir hier. Wir hocken jetzt auf 10 Millionen. Es reicht jetzt natürlich nicht mehr, irgendwie Geld anzuhäufen. Also das ist unser Umsatz und wenn wir jetzt nichts ändern, dann wird es bei dem bleiben. Wir müssen noch irgendwo her 2,5 Millionen finden. Und ich glaube, wir haben genug Budget, um das zu machen. Wir müssen uns nur überlegen, wie wir es anstellen wollen. Gibt es noch etwas, das wir aus Eisen oder Edelstahl machen können und wollen? Ich meine, hier gibt es viel mit Stahl und anderen Sachen, aber das Problem ist, für Holz lohnt sich das hier nicht wirklich. Für Holz müssten wir eigentlich hier raufgehen. Da könnte man einiges machen. Vielleicht mit einem Zug hier runter. Das wäre schon auch möglich, hier nochmal von einer komplett anderen Seite zu kommen. Das Problem ist, die Holzprodukte selbst verkaufen sich jetzt nicht so wahnsinnig teuer. Das heißt, da müssten wir schauen, was genau wir damit machen wollen. Und eigentlich auch. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen nur mit Holz arbeiten, können wir hier Wooden Ladders anbieten, hier können wir Picture Frames und Wooden Furniture anbieten, aber jetzt ansonsten nicht wahnsinnig viel. Ich glaube aber, es ist vielleicht nach wie vor das Beste, was wir machen können, um ehrlich zu sein. Ja, fuck me. Zum Glück wurscht für diese Mission, aber trotzdem nervig. Chemical Factories, Paper Mills. Ja, es gibt sonst eigentlich nicht wirklich was. Also vielleicht einfach eine Furniture Industry für Picture Frames und Wooden Furniture. Auch wenn wir die natürlich in gewaltigen Mengen produzieren müssen. Wow, du würdest sogar bis da runter zu unserem Lager reichen. Ja, leider ist aber kein Wald in der Nähe. Aber es ist Wald in der Nähe. Kein riesiger Wald. Und ich weiß nicht, ob ich. Ich meine, man kann das sagen, dass man kann das einstellen, dass eine Produktion nur von Lagerhaus X Waren beziehen soll und dann bei Lagerhaus Y wieder ausspeien. Das Problem ist nur, ich glaube, damit überfluten wir diesen Storage Place. Ich glaube, es ist mir lieber, das so zu bauen, dass es einfach seinen eigenen Storage Place im Norden bekommt. Schauen wir mal, wo wir das reinzimmern, damit wir hier möglichst viel von diesen riesen Gebäuden ausnutzen können. Ich glaube vermutlich so, weil hier sind noch relativ kleine Häuser. Ich glaube, wenn wir das da reinbauen, zerstören wir gar nicht zu viel. So, dann du brauchst auf jeden Fall einen riesen Storage Space. Ich meine, auch hier wären wir nicht schlecht aufgehoben mit einem Logging Camp, wenn wir ganz ehrlich sind. 3000 Holz. Ah, ich meine, die Wälder hier oben sind schon auch dichter. Oh, viel dichter. Da können wir vor allem auch mehrere Logging Camps hintereinander bauen. Hier könnten wir eines bauen. Aber auch dieses eine hätte keine Reichweite. Okay, nein, dann ist es wurscht. Sorry, ich dachte, es geht sich aus, dass wir ein Logging Camp so bauen, dass es Reichweite bis darunter hat. Aber das tut es sowieso nicht. Dann schauen wir mal gleich, dass wir eines so bauen. Da ist die Ausbeutung jetzt nicht extrem, aber es sollte reichen. So, auch du kriegst ein Riesenlager, damit wir hier dann noch nachher nämlich ein zweites bauen können. So in etwa. Wenn es nötig sein sollte. Schauen wir mal. So, dann haben wir hier Sägemühle 1 und Sägemühle 2. 12,5. Ihr macht's Wooden Boards und Wooden Boards. Das wird sich gleich mal nicht ausgehen. So, und dann ist die Frage, was wollen wir hier? Wir wollen Furniture Industry.
Wir wollen Furniture Industry 1 und Furniture Industry 2. Und womit fangen wir an? Hier verkaufen wir für 12.000 und brauchen 2. Hier verkaufen wir für 8.000 und brauchen nur 1. Gut, das ist simple Mathematik. 7,1 ist 7,1. Da ist die Produktion genauso hoch wie bei den Wooden Boards. Das ist perfekt. Fangt mal mit dem an. Und ich muss mir jetzt noch Gedanken darüber machen, wo hier der Zug fahren soll. Ich glaube, wir machen das mal so. Wenn die Gleise nach unten schauen, haben wir die Möglichkeit, das noch auszubauen. Versuchen hier jeglicher Straße aus dem Weg zu gehen. Enden in etwa hier. Oder nein, enden wir mal hier, bevor wir diesen Knick machen. Bauen dann vielleicht den zweiten Bahnhof, wenn es geht, irgendwie so, dass es. Oh shit, nice. Dass es in Reichweite dieses Lagers ist. Aber wir nicht über die Straße drüber fahren müssen. Dann legen wir diesen Track hier rüber. Kommen wir darauf, dass das alles nutzlos ist. Hup. Passt. So, haben diesen. Dieser bekommt gleich mal eine Repair Facility. Und das war's. Das soll es gewesen sein. So, das produzieren wir mal nie im Leben. Schieben wir das mal runter. Gut, und jetzt ist nur noch eine Frage von, wie viel können wir hier von A nach B schieben? Okay, ich meine, 7 ist immer ein bisschen blöd zu denken mit ungeraden Zahlen und so. Ich denke eher lieber in Vielfachen von 2, aber das wird schon gehen. Picture Frames, wait until full. Und dann bleiben wir einfach mal bei einem. Weil der Weg ist sehr kurz, vor allem für einen Zug. Und dann werden wir sehen, was wir daraus machen können. Also ziemlich gut aus insgesamt. Muss ich schon sagen. So. Okay. Ja, das sieht alles ziemlich nice aus. Passt, cool. Gut, und dann ist nur die Frage, schaffen wir das? Schaffen wir diese Menge an Produktion? Es schaut jetzt gerade auf den ersten Blick nicht ganz so aus. Na, doch, könnte ich schon machen lassen. Andernfalls, ich meine, die Bilder über Produktion ist auch sehr real, die wir hier anstaffeln. Also wir könnten noch einen zweiten losschicken. Aber andererseits, wenn wir aus denselben Holzvorräten dann auch noch was anderes bauen wollen, müssen wir uns da vielleicht eh ein bisschen einkriegen. Okay, jetzt wird es gerade ein bisschen mehr, als wir produzieren können. Das heißt, ich klone dich mal. Okay, und jetzt sollte sich das ziemlich gut die Waage halten. So, das schaut alles ziemlich gut aus. Dich müssen wir wieder hochschalten, weil ja, Eierproduktion schwankt scheinbar einfach immer zwischen extremer Überproduktion und Mangel. Passt. Okay, und jetzt schauen wir mal, wie viel unser Umsatz am Ende dieses Jahres sein wird. Und dann werden vermutlich eigentlich nur noch
Eine komplette zweite Industrie mit Furniture dazuschalten. Und dann sollte das reichen. Letztes Jahr waren es 7,6 Millionen. Schauen wir mal, wie viel es jetzt einfach nur durch das Hinzufügen von Bilderrahmen wird. Ansonsten hat sich ja nicht viel geändert. Moment. Oh shit. Oh shit, my lord. Okay. Klonen. Okay. Massiv überproduzieren. Okay. Massiv überproduzieren. So, 5. Ja, okay. Das wird sich hoffentlich so irgendwie ausgehen. Gut, okay, das waren schon 9,1 Millionen und das war scheinbar mit einem Produktionsausfall, den wir gar nicht bemerkt haben. Gut. Na dann verdoppeln wir hier mehr oder weniger einfach alles. Neues Camp. Oh shit, jetzt können wir mal schauen. Ihr produziert jetzt 7,1. Wenn ich jetzt hier noch was dran baue. 8,6. Nice. Sehr, sehr nice. Das sind jetzt also 8,6 mal 3. Moment. Mathematik. 12,5 und. Ach, ist jetzt gar nicht auf Maximum. Oh, ups, da wäre noch Platz nach oben gewesen. Nein, aber das wird schon passen. Machen wir das einfach mal so. Ah, okay. Mehr als drei aneinander hat scheinbar keine positiven Effekte. Gut, soll sein. So, das heißt, wir haben jetzt 4 mal 8,6. Das sind 32. Sind vermutlich viel zu viel. Ich baue mal den Rest von der Industrie, aber das wird vermutlich einfach viel, viel, viel zu viel sein. So, eins, zwei. Ihr macht's Furniture und Furniture. Ihr braucht's. Oh, 24. Ja, ihr braucht 24. Okay, das heißt, das ist doch gar nicht so eine absurde Überproduktion. Wir brauchen 24 und 14 sind 38 und hier machen wir 32, 34 eigentlich sogar nur. Machen wir das mal so. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Das wird außerdem einen neuen Rekord im Waldroden stellen. So hart, wie wir hier durch unsere Ressourcen durchbrettern. Ich bleibe bei dem. So, Wooden Furniture. Wait until done. Hier rüber mit dir und go. Und dann sagen wir dir, Wooden Furniture, auf ein Minimum. Hier werden wir mal kurz einen 16er Stack an den Gefrierschränken löschen, nur dass wir genug haben. Ihr produziert es nicht genug. Auf. 7,8, 7,8. Dann müssen wir wohl auch das hochstellen auf doppelt 7,8. Und dafür wiederum werden wir tatsächlich. Dich brauchen. Okay. Und ich glaube, wenn ich mir hier die Produktionsgeschwindigkeit anschaue,
werden wir auch dich gleich mal duplikaten und schauen, ob das so funktioniert, wie wir das wollen. Okay, hier könnten wir noch eins bauen, aber das wäre nicht so faszinierend. Ansonsten ist hier leider nichts in Reichweite dieses Storage Spaces, was okay ist. Gut, also ich glaube, lange aufrecht halten könnte ich das nicht, weil es jetzt doch schon relativ komplex wirkt. Aber für den Rest dieser Mission sollte es gerade noch reichen. Passt, schalten wir das mal hoch, schauen wir, wie das läuft. Wir sind auf 6,5 Millionen und ich bin relativ zuversichtlich, dass ich trotz allem Herumgeschiebe und unserem leichten Besteckproblem hier alles ganz gut ausgehen sollte insgesamt. Mit einem Jahresumsatz von 10 Millionen. 7,5, ja, das schaut insgesamt schon alles sehr, sehr gut aus. Okay, faszinierenderweise kann sogar die Produktion hier mithalten, ohne dass wir je irgendwas anpassen mussten. Sheesh. Das ist ja echt eine Riesenmenge, die wir verkaufen. Gut, und dann sollten wir fürs Ende des Jahres vermutlich dich noch hochschalten. Damn, damn, damn. Ja, das wird sich sogar mit November schon ausgehen. Also mit Ende dieses Monats locker sollten wir das hinkriegen. Nice. Mission accomplished. Sehr, sehr schön. Mit insgesamt 10,7. Und da war der Dezember noch nicht mal dabei. Cool. Nice. Cancel or close. Start next mission. Punta Estrella. Okay, erstmal auf Pause gehen. So, wir wollen Company Value und wir wollen Fill Special Storage Space. Okay, wir haben 10 Jahre Zeit. The years of fun have been consigned to history. Alcohol is now seen as shameful and prohibition is the watchword. Yay, Prohibition. Was für eine Geldverschwendung. It is no longer permitted to sell alcoholic drinks. However, this condition is likely to only last for a very short period of time. Okay, ich glaube, dass meine Freundin im Hintergrund irgendwas mixt oder klein hackt, keine Ahnung. The nightmare will probably be over in 10 years. And this could be a unique chance for you to be on a safe side. You've already established a secret storage space in the mountains. Oh, also wir pokern darauf, dass die Prohibition aus ist und fangen jetzt schon an zu brauen. Okay. Pile up masses of whiskey, yeah, in your storage space over the next 10 years. Okay. Das schaut cool aus. Das ist das Lager, das wir füllen müssen. Gut. Okay, 45.000 ist nicht schlecht. Als Startstadt. Gut. Okay, das werden wir uns das nächste Mal, wenn wir diese Mission spielen, sowieso nochmal genauer anschauen. Wow, wir haben nicht viel. Das wird ein ziemlicher Food Industry-Lauf. Und da ist aber ein Alkoholsymbol. Heißt es aber, dass trotzdem nichts verkauft wird? Wir können Whisky verkaufen, scheinbar. Schauen wir mal. Wenn wir das hier reinbauen. Und wir sagen Whisky. Okay. Es geht scheinbar ganz normal. Na gut, dann soll es so sein. Okay, das ist cool. Dann werden wir uns vermutlich bei der nächsten Mission zum ersten Mal wirklich mit der Food Industry auseinandersetzen. Was ich, glaube ich, wirklich noch nie gemacht habe. Also, ich hatte was mit Ranches, ich hatte was mit Landwirtschaft allein, aber das alles zusammenzunehmen für Food Industry kam mir immer sehr, sehr komplex vor. Aber cool, wenn wir das diesmal mal machen können. Hier sind große Teile der Karte einfach leer.
Gibt es irgendwas, was hier besonders gut wächst? Nein, okay. Oh, ich sehe gerade, es gibt doch nicht wirklich was, was wir anbauen können. Das wird vermutlich alles nur über ein Schiff ablaufen. Also die wirklich hohen Fruchtbarkeiten haben wir hier nicht, weil normalerweise kann man Fruit zum Beispiel schon mit 40 oder so anbauen. Ah, hier 36, okay. Dieser Teil dürfte wirklich am besten gelegen sein. Das heißt, wir werden einen guten Teil unserer Stadt, Guthabens eigentlich einsetzen müssen. Um entweder alles hier aufzubauen, mit Zügen an die Küste zu bringen, weil anbauen müssen wir hier, und dann mit dem Schiff weiter, oder wir schaffen es hier drin, irgendwie so einzelne kleine Felder zu bauen, die gut sind, aber da können wir halt nicht flächendeckend irgendeine Riesenindustrie hochziehen. Na gut, das schaut alles ziemlich cool aus, das werde ich mir zum nächsten Mal überlegen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, ciao Leute.